BirdLife-Gezwitscher. Der Vogelpodcast von BirdLife Österreich. Klimakrise, Biodiversitätskrise, Artensterben. In Europa ist in den letzten 30 Jahren jeder zweite Vogel des Agrarlands verloren gegangen. Auch einst häufige Arten wie Rebhühner und Feldlerchen haben sich in ihrem Bestand stark dezimiert. Die gemeinsame Agrarpolitik, kurz GAP genannt, erhält rund 40% des Gesamtbudgets der Europäischen Union. Das sind fast 60 Milliarden Euro jährlich. Wie sich diese GAP auf das Artensterben auswirkt, erklärt in dieser Podcast-Folge BirdLife-Projektleiter Christoph Kuhn und gibt Einblicke, was hinter der EU-Agrarpolitik steckt. Die gemeinsame Agrarpolitik der EU, kurz GAP genannt, investiert vor allem in die mittels Direktzahlungen direkt an alle Landwirte, ganz egal, welche Leistungen sie im öffentlichen Interesse sie erbringen. Das wird nach Fläche abgerechnet und nicht leistungsbezogen. Das ist ein sehr grundlegendes Problem in der sogenannten ersten Säule. Es gibt dann noch die zweite Säule in der gemeinsamen Agrarpolitik. Da werden wirklich leistungsbezogene Maßnahmen, zum Beispiel zum Schutz der Umwelt, des Wassers, des Bodens, des Klimas, der Biodiversität, abgegolten. Diese zweite Säule erachten wir von BirdLife als die sehr viel wirkungsvollere im öffentlichen Interesse, weil sie nicht einfach mit der Gießkanne arbeitet, sondern direkt öffentliches Geld für öffentliche Leistung honoriert. Und was läuft alles falsch, deiner Meinung nach? Ja, also die Direktzahlungen machen gegenwärtig einen größten Teil des Gesamtkuchens sozusagen aus, EU-weit gesehen. In Österreich ist das nicht ganz so schlimm. Da macht die zweite Säule ungefähr 50% oder eventuell, also mit den eigenen Zahlungen der Republik Österreich sogar noch etwas mehr als die Hälfte aus. Das wäre schon relativ gut im internationalen Vergleich. Allerdings werden hier auch alle möglichen Dinge subventioniert, deren ökologischer Wert jetzt eher zu diskutieren wäre. Dazu gehören zum Beispiel Investitionsförderungen für große Ställe und dergleichen, für neue Maschinen, die zum Teil möglicherweise einen ökologischen Vorteil bringen, zum Teil aber eigentlich eine weitere Intensivierung der Landwirtschaft mit sich bringen, die ein Teil des Problems eigentlich ist. Es gibt zu viele Tiere eigentlich, also Nutztiere in Österreich, die zu viel Futter verbrauchen, die zu viel Dünger produzieren, der dann auf die Wiesen ausgebracht wird, im Falle der Kühe zumindest. Und das alles reduziert die Biodiversität in der Landschaft, das alles bringt das Grundwasser in Gefahr, bringt unsere Böden in Gefahr, erzeugt auch gar nicht zu knapp diverse Luftschadstoffe, wie zum Beispiel Ammoniak oder auch das Lachgas, was als sehr wichtiges Treibhausgas auch aus der Tierzucht in die Luft geht. Man hört ja immer, dass es den Vögeln auf den Wiesen und Feldern Europas schlecht geht. Du hast am Anfang angesprochen, dass die Intensivierung ein Problem ist der Landwirtschaft. Stimmt es in diesem Zusammenhang? Genau, also einerseits haben wir über die letzten 50 Jahre sehr viele Landschaftselemente verloren. Das sind zum Beispiel Hecken, Feldraine, kleine Graberl mit Begleitgrün, Wassertümpel, Steinhaufen, Holzhaufen, Einzelbäume, Streuobstwiesen, schaut ganz, ganz traurig aus. Also Streuobstwiesen sind also Hochstammobstbäume, so wie man sie halt von vor 100 oder vor 50 Jahren noch ein bisschen kennt, die eigentlich im Wesentlichen gerodet wurden, weil sie nicht so ertragreich und schwierig zu beernten sind und zu pflegen als die Niederstamm-Intensivkulturen. Und auch da sind viele Lebensräume für diverse Großinsekten und sehr spezialisierte Vögel verloren gegangen, die auf diese auch zum Teil höhlentragenden Streuobstbäume angewiesen waren, zum Beispiel die Zwergaueule oder Großinsektenjäger wie der Wiedehopf oder die Blauracke, denen schaut es
bei denen geht es sehr schlecht. Kannst du uns sonst noch Arten nennen, denen es sehr schlecht geht auf den Wiesen und Feldern? Also einerseits auf den Wiesen ist vorrangig das Braunkehlchen zu nennen, früher ein extrem häufiger Wiesenvogel, der eher extensivere Wiesennutzung braucht, also nicht so häufig gemäht, sodass ihm genug Zeit bleibt, seine Jungen in der Wiese nämlich auszubrüten und großzuziehen, dass sie Flüge werden, bevor wieder das Mähwerk kommt. Und andererseits braucht das Braunkehlchen auch Ansitzwarten, wo es die Gegend überblicken kann, schauen kann, wo gibt es gute Futterquellen und wo es auch überblicken kann, ob Fressfeinde sich nähern, vor denen es sich in Acht nehmen muss. Aber auch im Ackerbau schaut es sehr traurig aus. Bei den Rebhühnern haben wir ein Minus von über 80% zu verzeichnen, Feldlerche über 50% Minus und das erst seit 1998, wo wir also als BirdLife Österreich systematisch begonnen haben, diese Aufzeichnungen durchzuführen, quantitativ. Und die Grauammer ist überhaupt einer der besorgniserregendsten Vögel von der Populationsentwicklung her. Da haben wir minus 90% seit 1998. Also das sind katastrophale Entwicklungen. Auch dem Kiebitz geht es sehr schlecht. Und das sind aber nur beispielhaft jetzt die bekanntesten Vögel, die wir in unserer Ackerlandschaft haben. Und die einerseits durch die Intensivierung am Acker direkt leiden und andererseits auch durch die Ausräumung von Hecken, Sträuchern, Bäumen, Reinen und so weiter. Natürlich spielt auch die Anwendung von Pestiziden eine große Rolle. Beim konventionellen Landbau ist das natürlich ein sehr wichtiges Thema. Es werden aber natürlich auch im biologischen Landbau neben mechanischen Bewirtschaftungsmethoden, die zum Teil auch die Vögel schädigen können, werden natürlich auch biologische Schädlingsbekämpfungsmittel eingesetzt, die auch nicht ohne sind. Aber natürlich ist es klar, der biologische Landbau ist dem konventionellen in den meisten Fällen vorzuziehen. Es gibt natürlich vereinzelte Kulturen, da müsste man sich im Detail anschauen, dass auch mal der biologische Landbau einen Nachteil bieten kann, aber über weite Strecken ist der biologische Landbau wesentlich vogel- und insektenfreundlicher. Du hast es ja einiges genannt, was Schuld am Vogelsterben und am Insektensterben ist. Was würdest du sagen, fordert BirdLife Österreich und dem Ganzen entgegenzuwirken? BirdLife Österreich hat gemeinsam mit den ganzen Partnerorganisationen in der ganzen EU ein gewisses Set an Grundforderungen gestellt, die sehr einfach zu verstehen und im Detail natürlich ein bisschen komplizierter sind. Die eine Forderung, die wir EU-weit erheben, ist, wir brauchen 10% der landwirtschaftlichen Anbaufläche, die der Natur zugutekommt. Das heißt nicht automatisch, dass man dort nichts mehr anbauen darf, sondern das muss einfach eine Fläche sein, die einen ökologischen Nutzen für die Vögel, für die Insekten, für viele andere Organismengruppen aufweist. Diese 10% Fläche nennen wir auf Englisch Space for Nature, also 10% von der landwirtschaftlichen Nutzfläche flächendeckend, denken wir, dass mindestens erforderlich ist. Studien zufolge, auch aus der Schweiz, sind sogar 10-14% eigentlich erforderlich, um die wichtigsten Feldvogelgruppen wieder auf den Stand von vor 50 Jahren zu bringen. Das ist die erste Forderung. Diese Flächen fallen natürlich nicht gratis vom Himmel und deswegen braucht es Money for Nature. Also es braucht eine große Menge Geld von der Europäischen Union im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik, um diese Leistungen, die die Landwirte eben erbringen sollten, nach unseres Wissens und nach unseren Forderungen, um diese Leistungen auch fair abzugelten. Also kein Mensch kann natürlich der Ansicht sein, dass Landwirtinnen und Landwirte diese Leistungen gratis erbringen. Das geht überhaupt nicht. Und daher brauchen wir EU-weit 15 Milliarden Euro jedes Jahr, um diese Maßnahmen zu finanzieren.
Das klingt jetzt sehr viel, ist aber angesichts des gigantischen Budgets, das der gemeinsamen Agrarpolitik zur Verfügung steht, nämlich 40% des gesamten EU-Haushalts gehen bitteschön in die gemeinsame Agrarpolitik. Da sind diese 15 Milliarden Euro EU-weit pro Jahr ein relativ kleiner Klacks, aber der würde die Vogel- und Insektenwelt schon sehr, sehr stark voranbringen. Das ist also die zweite Forderung, 15 Milliarden Euro pro Jahr, nämlich auch zweckgewidmet für die Natur, sodass man wirklich nachvollziehen kann, dieses Geld ist genau in naturfördernde Maßnahmen gegangen und nicht in die, wie wir sie gerne nennen, hellgrünen Maßnahmen, wo man vielleicht sagen kann, naja, genau wissen wir es nicht, aber irgendeinen Sinn wird es schon haben für die Umwelt. Solche Maßnahmen wollen wir in diesen 15 Milliarden nicht drin haben. Und die dritte Forderung ist ein grundlegender Wandel in der gesamten Landwirtschaft. Auf Englisch nennen wir das Change for Nature. Das betrifft einerseits das Absetzen, das langfristige von ökologisch schädlichen Subventionen. Auf Englisch hat es dann noch viel klingenderen Namen Perverse Subsidies, also perverse Subventionen. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, da sind die umweltschädlichen Subventionen noch relativ nett vom Wort her, aber es sind wirklich zum Teil perverse Subventionen, die hier Dinge fördern, die extrem umweltschädlich eigentlich sind und wo sich die öffentliche Hand und der Steuerzahler und die Steuerzahlerin echt fragen muss, ist das notwendig? Im Gegenteil, wir müssen dieses Geld investieren, um den Landwirtinnen und Landwirten einen Umstieg auf ökologische Landwirtschaft zu ermöglichen. Wir müssen noch mehr Leute als bisher bringen, auf biologischen Landbau umzusteigen. Aber ökologischer Landbau ist, wie gesagt, jetzt noch nicht das Ende der Fahnenstange. Auch da muss einiges passieren. Wir brauchen wieder mehr Landschaftselemente, wir brauchen mehr Ackerbrachen, wir brauchen mehr selten gemähte Wiesen oder auch spät gemähte Wiesen. Diesen Umstieg müssen wir gemeinsam hinkriegen, gemeinsam mit den Landwirtinnen und Landwirten. Und das ist dieser Change for Nature, also diese Transformation, dieser Wandel in dem gesamten Landwirtschaftssystem. Ohne den werden wir eine nachhaltige Landwirtschaft mittel- und langfristig nicht auf die Beine stellen können. Vielleicht magst du noch kurz erklären, wie das Fördersystem aufgebaut ist. Du hast es ja am Anfang schon etwas angesprochen. Und vor allem auch, wer profitiert vom Fördersystem und wer leidet eher darunter, außer die Vogelwelt? Ja, das Fördersystem wird in jedem Mitgliedstaat der EU natürlich ein wenig anders angewandt. Grundsätzlich melden sich Landwirtinnen und Landwirte und zum Teil bei manchen Maßnahmen sind auch andere Förderwerber zugelassen, melden ihre Förderwilligkeit an bei der Förderstelle. Das wird dann in Österreich von der AMA verwaltet und abgewickelt. Das ist der Agrarmarkt Austria. Und da gibt es also sehr viele Formulare, sehr vieles auszufüllen, sehr vieles zu kontrollieren von der AMA und von anderen Stellen. Das ist durchaus auch ein ganz schöner administrativer Aufwand, der sehr erheblich ist, sowohl für die fördernden Stellen als auch für die Landwirtinnen und Landwirte. Manche Landwirte und Landwirtinnen klagen immer wieder, dass sie eigentlich mehr schon manchmal den Eindruck haben, mehr im Büro zu sitzen und am Computer und Zetteln auszufüllen und Online-Formulare, als dass sie eigentlich am Acker stehen und dort eigentlich ihr Produkt erzeugen und dabei hoffentlich auch ein bisschen was für die Natur zu tun. Also das ist auch ein großes Thema, dass wir mit diesem Administrationsaufwand wieder ein bisschen runterkommen müssen. Und das ist aber insofern gar nicht so einfach. Warum gibt es diese vielen Kontrollen überhaupt? Weil natürlich sehr viel Missbrauch getrieben wird, auch mit diesen öffentlichen Fördermitteln. Das geht da Hand in Hand. Jemand entdeckt eine Lücke, da könnte man was machen, da könnte ich mir was fördern lassen und eigentlich ist es nicht im Sinne der gemeinsamen Agrarpolitik. Deswegen hier auch der Appell an die Politik, an die Bäuerinnen und Bauern und an die Konsumentinnen und Konsumenten, dass hier alle gemeinsam einen Strang ziehen, dass hier wieder eine leistungsbewusste und leistungsorientierte Abgeltung passieren muss und nämlich vor allem die Bäuerinnen und Bauern, die wirklich etwas im öffentlichen Interesse, also zum Beispiel für das Wasser, für die Luft, für das Klima, für den Boden
und für die Biodiversität tun, dass die wirklich das Geld erhalten. Aktuell ist es nämlich eher so, dass nur 20% der Betriebe, also das nur ein Fünftel, bekommt 80% aller GAP-Förderungen. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Die restlichen 20% des Geldes geht auf die restlichen 80% der Betriebe. Also die kriegen wirklich die abertausenden Klein- und Kleinstbäuerinnen und Bauern kriegen einen ganz kleinen Teil vom Kuchen. Und die industrialisierten Megabetriebe kriegen echt 80% von den ganzen Förderungen. Das ist eine perverse Subsidy, weil das ist nicht im öffentlichen Interesse. Ganz klar, wir brauchen alle Lebensmittel. Wir sind froh, wenn wir sie im Land erzeugen können und nicht vielleicht aus Lateinamerika oder Indonesien importieren müssen mit entsprechenden anderen ökologischen Folgeschäden. Aber hier muss sich echt was tun, weil die Kleinbauern und Bäuerinnen leisten wirklich Enormes. Oft müssen sie parallel Urlaub am Bauernhof anbieten oder sonstige, eigentlich hauptberuflich was anderes machen und leisten nur nebenberufliche Arbeit am Bauernhof. Dabei erbringen sie neben den Biodiversitäts-, Wasser-, Luft- und so weiter Leistungen ja auch noch einige Leistungen im Rahmen der dörflichen Entwicklung. Das Aussterben der Bauern heißt ja auch, dass viele Ortskerne irgendwie zerfallen, dass der Zusammenhalt der Leute nicht mehr gegeben ist. Die Leute pendeln in die urbanen Räume, es gehen Arbeitsplätze weg. Also all das sollte eigentlich für uns alle ein Argument sein. Wir müssen diese Fördermittel, diese finanziell erheblichen, wirklich in der ländlichen Region halten und denen auszahlen, die wirklich etwas im öffentlichen Interesse auch tun und nicht nur jetzt sagen, ich habe nur 3000 Schweine im Stall, ich muss ausbauen auf 5000 Schweine im Stall. Das ist ökologisch echt widersinnig und auch sozial und tierschutzmäßig natürlich sowieso widersinnig. Was kann man dann als Normalbürgerin, als Normalbürger tun, um sich für eine naturverträgliche Agrarpolitik stark zu machen? Also der Konsum spielt natürlich eine sehr große Rolle. Menschen, die am Land wohnen, tun sich beim Einkauf vielleicht ein bisschen leichter, weil die haben vielleicht einen Abhofverkauf in der Nähe, wo sie direkt den Abhofverkauf stärken können und sollen. Da können sie sich auch anschauen oder sie kennen vielleicht sogar persönlich die Personen, die dort diesen Betrieb leiten und können sich vergewissern, dass der oder die wirklich gut wirtschaftet. Oft gibt es auch in kleineren Marktgemeinden dann so gemeinsame Bauernstandeln oder Bauern-Mini-Supermärkte sozusagen, die das sich auf einen Backel gehaut haben, wie man in Österreich so gerne sagt, und gemeinsam vermarkten. Das geht natürlich jetzt im urbanen Raum ein bisschen schwerer, weil es wäre auch widersinnig, wenn sich jetzt 80.000 Menschen jeden Tag mit dem SUV auf den Weg machen und aufs Land fahren, um dort 20 Decker Wurst zu kaufen und 30 Decker Käse. Das heißt, wir werden ohne den Lebensmitteleinzelhandel hier nicht durchkommen, aber auch hier kann man zumindest schauen, dass man regionale Produkte kauft aus der Region, die nicht notwendigerweise ökologischer sind, das muss man auch ganz klar sagen, aber es sind zumindest die Transportwege weniger. Und soweit es halt auch das Haushaltseinkommen ermöglicht, auf jeden Fall auch biologische Produkte zu kaufen. Ja, das ist einiges teurer und das ist auch richtig so, weil biologischer Landbau ist einfach wesentlich arbeitsaufwendiger und in unseren Breiten spielt die Arbeitskraft einfach nach wie vor preislich die größte Rolle im Vergleich zum Materialeinsatz. Und wenn alle Leute, die es sich leisten könnten, biologische Lebensmittel einkaufen würden, dann wäre schon sehr viel gewonnen. Momentan ist es nämlich so, in Österreich ist ein sehr erfreulich großer Anteil von biologischem Landbau. Das sind mittlerweile schon über 20% aller Produkte werden biologisch hergestellt. Beim Konsum hinken wir aber nach. Und zwar ganz massiv nach. Also je nach Produktgruppe ist der Konsum nur 2% bis vielleicht 10% der Produkte im biologischen Standard.
besonders beim Fleisch, also Biofleisch ist noch ganz gering und da müsste es wirklich auch im Tierschutz, also zum Wohle der Tiere, auch viel mehr Bewusstsein bei der Bevölkerung passieren. Ich muss nicht ganz so viel Fleisch essen, aber dafür dieses Fleisch, was ich esse, das soll möglichst ökologisch und tiergerecht erzeugt worden sein. Und ja, natürlich, wenn ich da so ein Bio-Steak esse, das ist pro Portion möglicherweise 8 Euro. Nur die Materialkosten sozusagen, die Fleischkosten. Das ist viel natürlich zu teuer. Die sagen, ja, mein Steak darf höchstens 1,50 Euro kosten, damit ich es dann auf den Kugelgrill, der 400 Euro gekostet hat, drauflege, wo man sich echt fragt, ja, das ist ja absurd, was hier zum Teil abgeht. Und also hier ist bei den Konsumentinnen und Konsumenten ein riesiger Nachholbedarf. Ganz klar, es gibt eine große Anzahl von Menschen, die können sich das nicht leisten, in Bio-Qualität einzukaufen. Das sind aber, Gott sei Dank, muss man in Österreich sagen, nicht besonders viele Menschen. Das ist es nicht, 90% der Bevölkerung. Also es könnten sich sicher 30% der Bevölkerung wesentlich qualitativ höherwertige Lebensmittel leisten, tun es aber nicht, weil man denkt sich, Geiz ist geil und heute habe ich schon wieder ein Schnäppchen gemacht und ein Familienpack Würstel im Sonderangebot gekriegt und das haue ich mir jetzt auf den Grill. Also da ist sehr viel Sensibilität und Aktivität seitens der Bevölkerung notwendig beim Einkauf. Aber es endet natürlich nicht beim Einkauf. Ja, also das Wahlverhalten spielt natürlich eine riesige Rolle. Man muss sich echt fragen als Wählerinnen und Wähler, welche Parteien legen Wert auf ökologische Landwirtschaft, legen Wert auf Naturschutz, legen Wert auf Wasserschutz und was bewirke ich, wenn ich die Partei wähle, die ich eben wähle. Aber auch der direkte Kontakt mit Politikerinnen und Politikern kann sehr wesentlich sein. Viele sagen in Österreich, die machen mit uns eh was wollen, aber das ist nicht der Fall. Wir müssen einfach aktiv werden. Und eine Möglichkeit, aktiv zu werden, gibt es jetzt zum Beispiel auch von BirdLife Österreich. Wir haben gemeinsam mit anderen Partnern in der EU, zum Beispiel dem NABU in Deutschland, unsere deutsche BirdLife-Partnerorganisation, eine Kampagne ins Leben gerufen, die nennt sich Werde laut. Wir müssen nämlich laut werden für diese Anliegen der Ökologie, der Biodiversität, im Gewässerschutz und so weiter, im Klimaschutz. Und wir sind laut geworden und haben gemeinsam mit unserem Partnernetzwerk tausende Sprachnachrichten an die EU-Abgeordneten geschickt. Ich möchte, dass Sie als meine EU-Abgeordneten sich für naturverträgliche Agrarpolitik in Europa einsetzen. Es ist Zeit, dass wir endlich die richtigen Lenkungseffekte in der Agrarpolitik setzen. Setzen Sie sich für eine neue Agrarpolitik ein, die den Naturschutz in den Mittelpunkt stellt. Landwirtinnen müssen nämlich für Maßnahmen, die der Natur und der Tierwelt zugutekommen, einfach gerecht entlohnt werden. Leider sind die Felder oft wie eine öde Wüstenlandschaft, in der Feldtiere nichts zum Überleben finden. Bitte setzen Sie sich für eine naturverträgliche Agrarreform ein. Rette das Rebhuhn! Danke für alle Einsendungen Ihrerseits. Doch leider haben sich die meisten EU-Abgeordneten gegen die Interessen der Natur, besonders unserer Vögel, ausgesprochen und fachliche Argumente von WissenschaftlerInnen, NGOs und Naturschutzorganisationen vom Tisch gewischt. Es wurde beschlossen, die Verwendung von schädlichen Methoden in der Landwirtschaft weiter zu unterstützen und den Verlust der Bodenfruchtbarkeit und der Biodiversität zu verlängern, anstatt nachhaltige Alternativen zu erarbeiten. Aber warum genau sollte uns das Artensterben kümmern? Was haben wir von einer großen Artenvielfalt? Wieso sollte uns das Vogelsterben oder auch das Insektensterben eigentlich kümmern? Die Vielfalt der Organismen spielt eine sehr große Rolle in Bezug auf Störungen aller Art, die uns in der Natur begegnen können. Es gibt Stürme und massenhaft wird Wald umgebrochen zum Beispiel. Es gibt Starkniederschläge und alle diese Wetterextreme können in der nächsten Zeit auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel deutlich mehr werden. Vielen ist es in den letzten 2 Jahren schon sehr schmerzhaft bewusst geworden. Und da kann es dann zu Massenauftreten von Organismen kommen, die natürlich dann nicht immer nur Freude bereiten, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Borkenkäfer im Fichtenwald denke. Und genauso gibt es also Massenauftreten von
Schädlingen in der, zum Beispiel für Kartoffelproduktion oder Maisproduktion. Und warum kommt es zu diesem Massenauftreten? Weil wir einfach zu stark in die Natur eingegriffen haben und weil die Reparaturmechanismen sozusagen des Ökosystems nicht mehr ausreichen, um Widerstand zu leisten. Wenn es jetzt zum Beispiel in der Ackerbaulandschaft mehr Vögel, mehr Raubinsekten gibt oder Insekten, die ihre Eier in andere Gelege oder andere Raupen hineinlegen, dann ist es also wesentlich wahrscheinlicher, dass eine Massenvermehrung von unerwünschten Tieren gebremst wird. Wenn wir diese Hecken und Feldraine alle weggeräumt haben, dann brauchen wir uns wirklich nicht wundern, dass es diese Reparaturmechanismen, dass die einfach kaputt sind, dass die nicht mehr funktionieren. Und natürlich fühlt sich dann die Landwirtschaft gezwungen, mit der Pestizidkeule das Problem zu beheben. Das mag kurzfristig ja auch von Erfolg gekrönt sein, aber langfristig wird es alles immer noch schlimmer. Das betrifft also den Ackerbau, das betrifft den Wald, das betrifft den Wiesenbau. Wir haben jetzt zum Beispiel wieder nach einer langen Durststrecke ganz niedrigen Zahlen bei den Maikäfern gab es jetzt in den letzten Jahren auch durch die Trockenheit bedingt wieder Massenvermehrung von Maikäfern, die ganze Wiesen von den Wurzeln her kahl gefressen haben. Wenn es keine Beutetiere mehr gibt, die diese Maikäfer fressen würden, die Engerlinge fressen würden, dann wäre dieses Problem wahrscheinlich zumindest gebremst worden. Ganz beheben wird man es nie können, es wird immer solche Massenvermehrungen geben, sind ja schon aus der Bibel erwähnt, von den Heuschrecken. Aber dieses ökologische Gleichgewicht oder zumindest die Reparaturmechanismen, für die ist einmal die Biodiversität ein ganz entscheidender Faktor. Diese Leistungen, die Ökosysteme erbringen, nennt man im als Fachausdruck Ökosystemleistungen. Das ist jetzt ein bisschen ein sperriges Wort, aber Ökosystem ist klar und Leistungen ist auch klar. Also die Leistungen, die das Ökosystem erbringt, sind die Ökosystemleistungen. Und eigentlich die vorher erwähnte gemeinsame Agrarpolitik sollte ja genau Leistungen für die Ökosysteme belohnen. Und dazu gehört zum Beispiel eben das Vorhandensein von Nützlingen in der Landschaft, Vögeln, Insekten und so weiter, Amphibien, Frösche, Unken, Kröten, Salamander, Molche, alles was es da gibt und auch wiederum Insekten ja vertilgt, dass wir die wieder in der Landschaft stärken. Eine weitere Ökosystemleistung, die durchaus vielen Leuten relativ gut bewusst ist schon, auch durch einige sehr aufrüttelnde Filme in den letzten Jahren, ist die Bestäubungsleistung der Insekten. Viele haben ja den Eindruck, dass das nur eigentlich die Honigbiene betrifft. Die Honigbiene ist eine von ungefähr 700 Bienenarten, die es in Österreich gibt. Also die Nicht-Honigbienen sozusagen sind die sogenannten Wildbienen. Die werden also nicht von Menschen kultiviert, aber spielen eine gewaltige Rolle in der Bestäubungsleistung einerseits und andererseits auch in der Aufrechterhaltung der Vernetzung und der Korrekturfunktion dieser Ökosysteme. Alle diese Wildbienenarten haben sehr, sehr stark gelitten unter den Pestiziden, unter dem Verschwinden von Lebensräumen wie Hecken, Feldreinen und so weiter. Und auch hier müssen wir wesentlich mehr für die Ökosystemleistungen tun, damit eben auch die Bestäubungsleistung weiter erhalten bleibt. Man kennt ja zum Teil schon diese Horrorszenarien aus Nordamerika, wo die Imker tausende Kilometer mit gigantischen Sattelschleppern mit Millionen von Bienen spazieren fahren, um die Heidelbeeren, die zum Beispiel in den nordöstlichen USA produziert werden für die halbe Welt, um die zu bestäuben, weil es anders einfach nicht mehr geht. Oder in China ist zeitweise dann schon, musste man die dort zahlreichen Apfelbäume mit dem Pinsel bestäuben, weil sie vorher mit dem Gift die ganzen Insekten tot gemacht haben. Das haben die Chinesen sehr schnell wieder verstanden, dass das so nicht weitergeht, aber
Wir haben irgendwie den Eindruck, dass wir das in Europa noch nicht so ganz verstanden haben. Vielleicht, weil es noch nicht so schlimm ist. Viele Bienenvölker gibt es noch, aber man braucht nur mit einem Imker sprechen, sei es jetzt die Klagen über die Varroamilbe oder andere Problematiken. Viele dieser Problematiken sind miteinander verknüpft, logischerweise, aber man kann allgemein davon ausgehen, dass eine Biene, das ist ja beim Menschen auch nicht anders, einfach durch eine Vielzahl von Stressfaktoren unter Druck gesetzt wird. Ein Mensch wird ja auch nicht unbedingt krank, wenn er ein Problem hat. Erst wenn das zweite oder das dritte oder das vierte Problem zusammenkommt, dann sagt der Körper, okay, ich kann nicht mehr. Und so geht es unseren Insekten auch. Es gibt nicht die eine Ursache, die alles verursacht hat. Und wir denken gerne sehr eindimensional und wir haben hier ein Problem. Was ist die Lösung? Ja, es gibt für dieses Problem viele Lösungen. Wir müssen die alle gleichzeitig anpacken. Es hilft nichts. Und dazu gehört eben auch eine sinnvolle gemeinsame Agrarpolitik, die wieder Leistungen belohnt im öffentlichen Interesse ist. Und wir müssen alle miteinander auf unseren Konsum schauen. Und wir müssen diese Sensibilisierung auch anderen weitergeben, sei es jetzt in den Medien, sei es an Politiker. Weil wenn nur 10% der Menschen, die sich mit dem Thema zufällig gut auskennen, hier richtig handeln, es müssen auch die anderen 90% umdenken und anders handeln. Sonst werden wir den Umstieg, das Umschwenken auf eine nachhaltige Landwirtschaft und auf die Erbringung der Ökosystemleistungen nicht schaffen. Es gibt natürlich noch eine Reihe anderer Ökosystemleistungen, will ich jetzt nur ganz kurz aufzählen. Sauberes Wasser ist eine ganz wichtige Ökosystemleistung. Gerade in Österreich sind wir so stolz darauf, das Wasserschloss Europas zu sein, gemeinsam mit der Schweiz und Norwegen. Aber wenn wir die Wiesen zu stark düngen oder die Äcker zu stark düngen, dann geht der überschüssige Stickstoff und Phosphor geht in das Grundwasser mit entsprechenden Problemen. Pestizide gehen ins Grundwasser, also auch Gewässerschutz ist eine sehr wichtige Ökosystemleistung. Erosionsschutz ist eine Ökosystemleistung. Das betrifft jetzt nicht nur die viel gescholtenen Maismonokulturen in der Oststeiermark zum Beispiel, die ja zum Teil auf steilen Hängen angelegt werden und bei jedem Gewitterregen marschieren abertausende Tonnen beste Erde in die Flüsse. Das ist einerseits für den eigenen Boden furchtbar, andererseits aber auch für die Flüsse. Es gibt Vermurrungen, es gibt Hochwasserproblematiken dann, wo ganze Ortschaften und Städte sogar bedroht werden können dadurch. Also auch das ist eine Ökosystemleistung, ein Hochwasserrückhalt. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele von vielen. Klimaschutz ist vielen mittlerweile Gott sei Dank bekannt. Und all das müssen wir betrachten und belohnen, wenn die Landwirtinnen und Landwirte etwas dafür tun. Weil das ist in unser aller Interesse im Siedlungsraum, bei der Ernährung, bei der Bestäubungsleistung und so weiter. Um dieses sehr informative Gespräch abzuschließen, wie sieht deine Vorzeigewiese, dein Vorzeigefeld aus? Das ist eine sehr gute Frage und wie ich vorher gerade gesagt habe, es gibt nicht nur diese eine Lösung für das eine Problem, sondern es muss alles zusammenwirken. Jede Organismengruppe hat sehr unterschiedliche Bedürfnisse und diese eine Vorzeigewiese, die gibt es nicht. Das hätten wir vielleicht gerne. Wenn wir überall gleichzeitig mähen, die Wiese mähen, dann können wir nicht sagen, na, jetzt ist der richtige Termin, weil die einen Vögel beginnen gerade zu brüten und deren Brut wird zerstört durch die Maat. Andere Vögel sind schon fertig, sagen, na, von uns aus könntet schon mähen. Verschiedene Schmetterlinge sagen auch, na, wir haben jetzt gerade unsere Eier gelegt, es ist jetzt nicht so praktisch zu mähen. Deswegen, also es braucht die Buntheit in der Bewirtschaftung, aber generell kann man natürlich sagen, wir brauchen viele Wiesen, die seltener und vor allem später gemäht werden, also die wirklich bis Ende Juni, Anfang Juli, zum Teil Mitte Juni, auch je nach Höhenlage natürlich nicht angetastet werden, weil dort wohnen und vermehren und leben
Abertausende Tiere und Pflanzen, diverse Kräuter, blühende Kräuter, die aussamen müssen. Also diese selten genutzten Wiesen sind einmal im Grünland ein ganz wesentlicher Faktor. Zusätzlich brauchen wir natürlich, wie schon gesagt, diese Landschaftselemente, also Bäume, Sträucher, Feldraine, kleine Graberln mit Begleitgrün, die müssen in der Landschaft vorhanden sein. Und im Ackerbau genau dasselbe, also da haben wir auch das Problem der fehlenden Landschaftsstrukturen. Wir müssen den Einsatz von Pestiziden auf diesen Äckern optimieren, sage ich jetzt einmal. Es wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren ohne Pestizide nicht praktikabel gehen. Unser Fernziel muss natürlich sein, keine konventionellen Pestizide mehr. Aber dieser Umstieg wird sicher noch einige Zeit und sehr viel Geld in Anspruch nehmen müssen und einigen Druck auf die Politik. Aber im Ackerbau spielen eben auch diese Landschaftselemente eine ganz entscheidende Rolle. Und was passiert auf diesen Äckern im Winter? Gibt es da eine Zwischenfrucht? Gibt es eine Winterbegrünung? Da gibt es mehrere Methoden. Es hängt natürlich davon ab, wo das ist. Es ist ja nicht ganz egal, ob ich jetzt in Andau im Burgenland bin oder einen Tauernroggenacker in Tamsweg mir anschaue. Die können nicht die gleichen Technologien verwenden, die können nicht die gleichen Termine verwenden. Also da muss man sehr flexibel sein. Und die Bäuerinnen und Bauern sind ja auch eigentlich in der Landschaft auch die Spezialisten für ihre Flächen, weil die kennen das ja, die beobachten. Es gibt auch da interessante Beobachtungsprojekte, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Bäuerinnen und Bauern hier diese Flächen beobachten gemeinsam und sehen, was hat das für eine Auswirkung, wenn ich hier was mache oder etwas unterlasse. Möchtest du abschließend noch irgendetwas hinzufügen? Ja, mein Wunsch einfach, wie gesagt, an Landwirtinnen und Landwirte, Wählerinnen und Wähler, Politikerinnen und Politiker, Lebensmitteleinzelhandel, sehr wesentlich, dass wir wirklich gemeinsam die Landwirtschaft nachhaltiger gestalten müssen, und zwar ziemlich schnell, weil bei manchen Vogelarten und Insektenarten ist es wirklich schon 5 vor 12. Danke Ihnen fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Feedback und Anregungen und freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten.